Ah, dieser Krach hier. Ich hoffe, das passt jetzt mit den Soundeinstellungen noch. Also bei mir zumindest auf dem Ohr ist es wirklich extremst laut. Und es ist ja wahnsinnig überraschend, dass es nicht so läuft wie geplant. Hui, hübscher Blitz da hinten. Und da kommt der Donner auch schon. So weit weg scheint er gar nicht zu sein. Ja, dann gehen wir erstmal bis ganz zum Ende. Hier scheint er jetzt erstmal nichts zu sein, ne? Aber hier gibt es schon wahnsinnig viele Versteckmöglichkeiten. Und das ist nie ein gutes Zeichen, meine Freunde. Und da steht auch schon der LKW herum. Mensch, was geht denn los mit euch? Hallo. Eingeschlafen. Mein Gott. Na sowas. Deinem Freund ist schlecht geworden. Wer seid ihr? Seid ihr von der Polizei? Mr. Morello und der Sheriff lassen euch grüßen und informieren euch darüber, dass sie von jetzt an euren Job hier übernehmen. Der sieht schon so aus, als ob er von der Polizei... Unser Mann, so nach Haar, als ob er von der Polizei ist, ja klar. So, das war's für den. Und du bist auch Geschichte. So, geh mal her hier. Der sah schon so aus wie von der Polizei, natürlich. Ja. Na, willst du mich denn verarschen, oder was? Pams! In den Bauch. So. Das mal wieder still zwischendurch. Meine Ohren erholen lassen. So, und wieder raus in den Regen. Ich habe noch einen Schuss, sehe ich gerade. Aber hier ist auch nichts. Okay. Die Frage ist natürlich, wo ist Sam? Ne? Und das weiß ich zugegebenermaßen selbst nicht. Ich nehme mal an, der wird dann irgendwo mit hocken und wir müssen ihn mit aufsammeln. Ach, schade. Der hat sich ganz verkrochen da oben, ne? Oh, da ist einer. So. Dann kommen wir mal von hier. Schauen wir mal. Ah, sehr gut. Den schon mal erwischt und können noch in Ruhe nachladen. So, hier unten ist sonst keiner mehr hier. Okay. Wo? Ach. Ja, trau dich mal raus, mein Freund. Das war dämlich. So, nehmen wir den mal mit. Und das auch. Okay, haben wir hier oben jetzt noch einen? Ach, er sagt bloß. Ja, und hier oben ist noch einer. Das war's auch für dich. So, Muni, 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 du hattest doch irgendeine Waffe, oder? Hallo? Keine Waffe? Egal. Hauptsache, der gibt mir seine Gewehrmunition, denn das Ding haut ordentlich durch. Mit der Pumpgun möchte ich weiterarbeiten. So. Das ist gut. Wir heilen uns mal. Ach, schön. Wieder 79. Das ist schon mal ganz okay. Ich glaube, dass da oben eine sitzt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, laufen wir mal hier rüber.
Kommen wir hier lang? Ja. Sehr schön. Aber hier ist auch zu. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich weiß es gerade gar nicht, wo hier noch welche sitzen. Wie gesagt, es ist ja schon ewig her, dass ich das gespielt habe. So gut ist mein Wissen dann auch nicht mehr. Ist hier einer? Nee. Okay. Hier ist zu. Ich will mal kurz hier vorne abchecken. Ah. Na. Was zum... Hallo? Ja, kann ich das nicht? Ja, das kann ich wegkriegen. Na super, jetzt darf ich nochmal dahinter rennen. Also bitte, ich habe dem dreimal ins Gesicht geschossen und der ist nicht gestorben, aber der schafft es mich zu töten mit seinen blöden Pumpgun-Schüssen. Dieses blöde Mistvieh. Dieser Arsch. Vor allen Dingen überprüfe ich noch, ob da offen ist und dann kommen die trotzdem danach rausgekrochen da, diese Mistkerle. Diese blöden Schleimscheißer. Mann, jetzt muss ich nochmal hier lang. Das nervt mich vielleicht. Da bin ich ein bisschen angefressen, auch noch ein bisschen. Shit, ey. Vor allem frage ich mich, warum die nicht alle gleich mit 10 Leuten ankommen zu dem LKW hin oder so. Wäre ja viel einfacher. Und ich frage mich auch, wo die sich jetzt gerade verstecken, wenn die jetzt hier so auf einmal ankommen. Komm, das kennen wir schon. Ich renne jedes Mal genau rein. Erstmal den. Okay. Na, nimm doch mal. Jawohl. Das nehmen wir auch mit. So, wo ist der andere? Hat doch gerade einer auf uns geschossen. Ich hab's schon wieder vergessen von gerade eben. Ach. Was? Das ist doch... Also bitte Leute, hä? Ich stehe 3 Meter von dem weg und baller dem in die Brust und der überlebt das. Das ist doch wohl lächerlich. Merkt man, dass ich mich gerade ein bisschen über das Spiel aufrege, dass ich so ein bisschen unwirsch werde? Achso, ihr müsst ja, ich erinnere mich. Ich muss ja von der anderen Seite kommen. Damit der Kerl mich nicht sieht und ich den richtig schön in den Rücken schießen kann. Was? Dann eben so. Du Arsch. Mal her hier. So. Der hat's auch überlebt. Willst du mich denn verarschen oder was? Ja, nimm mal mit. Man kann ja nie wissen. So, vorhin sind die freundlicherweise runtergekommen, diesmal nicht. So, einmal Blei in den Magen. Für dich ebenso. Ist wahrscheinlich nicht so gut verdaulich, aber ich dachte mir, ihr könnt es vertragen als Mitternachtsschmaus. Ja, benutzt den Verbandskasten, ist okay. 84, sieht sogar noch besser aus als vorhin. Aber noch sind wir ja hier auch noch nicht durch. Der lauert wieder da. Jetzt nur noch der eine? Scheint wohl so. Nicht durch Turn war ja noch einer mehr gewesen, aber gut. Scheint wohl gewesen zu sein. Dann nehmen wir noch die Muni mit. Puh.
Ja. Schaut mal, ich stelle mich diesmal ein bisschen besser an. Mal schauen. So ein Krach, so hässlich laut wie heute. So ein Krach, der wird wohl nie vergehen. Hinten ist keiner? Okay. Ja, hüpf da mal drüber, geht das nicht? Ach Mensch, Tommy, du kannst auch nix. Ja, da also drumherum. Und wir kommen mal von der anderen Seite. Jetzt haben wir ja noch die zwei Kerle hier. Weiß nicht, ob ich... What? Okay. Ja, lad mal nach. Mann, diese Arschlöcher. Aber vorhin sind die doch aus dem anderen Haus rausgekommen, oder? Bleib mal her. So. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner mehr drin. Nein. Warum ist hier drin eigentlich so ein Krach? Da vorne ist jetzt auch offen. Na super. Das ist doch nicht euer Ernst. Also, hallo. Puh, erstmal den mit der Schrot weggehauen. Ach, der andere ist auch hinüber, okay. Boah, Mann, diese blöden Schrotschweine hier. Nun ja. Gibt's doch gar nicht, ey. 45 Lebenspunkte, na gut. Was, und Pauli steht immer noch da? Ach, okay. Jetzt wird gefeuert da hinten. Was für Hunde. Gut, ihr habt euch schon drum gekümmert, das ist schön. Wir nehmen noch hier den Colt mit. Hey, Sammy. Pauli. Wir sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück. Aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und Rette Sam. Er ist ihnen leer. Außer uns natürlich. Super, rette Sam. Komm mit, Pauli. Und ich könnte wetten, jetzt kommen wieder neue Gegner. Und wenn ich jetzt sterbe und wieder ganz von vorn machen muss, dann werde ich böse. Wobei, hier kann jetzt keiner mehr drin versteckt sein eigentlich. Kommst du? Da. Mensch, ich lade mal nach. So, ach, das ist sehr schön. Hier lädt er wirklich die Schüsse einzeln nach. Das heißt, wir verschwenden auch nichts, wenn wir mal zwischendurch auf Reload drücken. Ich möchte hier bleiben, weil es hier leise ist. Hast du was? Schön. Aber wir müssen ja wahrscheinlich wieder raus, ne? Ja, ist klar. Ich will nicht. Ach, Spiel gespeichert, okay. Ja. Natürlich. Das ist schön, dass schon mal gespeichert wurde, wenigstens. Los geht's.